warum sich in den nächsten Wochen die Spreu vom Weizen trennt. Wir haben es langsam geschafft. Gastronomie macht wieder auf. Demnächst können die jeweiligen Studentenclubs von den ganzen Unistädten wahrscheinlich wieder unsicher gemacht werden. Die Sonne kommt raus und man ist jetzt natürlich verleitet, all das nachzuholen, was man über die letzten Monate, teilweise sogar Jahre versäumt hat. Und ich möchte in diesem Video eine ganz kurze Warnung aussprechen, dass ihr jetzt nicht alles wegschmeißt, was ihr euch über die letzten Monate oder teilweise auch Jahre erarbeitet habt. Denn ich kenne dieses Gefühl sehr gut, dass man denkt, okay, wenn man jetzt irgendwie nicht jeden Abend mitgeht, wo in irgendeiner WhatsApp-Gruppe steht, komm, wir gehen da und da hin, dass man dann irgendwie was verpasst. Weil man sagt, okay, man entscheidet sich dazu, zu Hause zu bleiben und zu lernen beispielsweise. Oder man geht irgendwie schon um 11 Uhr nach Hause, anstatt bis um 5 Uhr morgens dabei zu bleiben. Weil man sagt, okay, man möchte am nächsten Morgen ab 7 Uhr wieder die Lernsessions durchziehen. Und ich möchte euch jetzt einfach nur kurz darauf aufmerksam machen, dass ihr euch diese kritische Frage genau jetzt stellen müsst. Was ist mir wichtiger? Ist mir wichtiger, kurzfristig vielleicht gegenüber euren Freunden, die nicht so ambitioniert sind, ein gutes Bild von euch darzustellen oder ein Bild von euch darzustellen, das quasi mitzieht, dass das genauso drauf ist? Ja, ist es euch wichtig, sozusagen jetzt was nachzuholen, oder ist es euch wichtig, an euren Zielen weiterzuarbeiten? Und jetzt, wo so viele andere Studierende wahrscheinlich die Entscheidung treffen werden, alles nachzuholen, jeden Abend zu saufen, was weiß ich, gerade in dieser Zeit weiterhin durchzuziehen. Weil ich kann euch eine Sache sagen, wenn ihr jetzt diejenigen seid, die die nächsten 2 Monate oder so bis zu den Klausuren vom Sommersemester weiterhin durchzieht, dann werdet ihr euch komplett absetzen, weil 100% wird es so sein, dass die nächsten 2-3 Monate 95-98% der Studierenden oder der gesamten Bevölkerung, aber natürlich auch der Studierenden, alles nachholen wird, was quasi partymäßig etc. über die letzten Wochen und Monate vergessen wurde. Und wenn du dann derjenige bist, der dann nicht komplett maßlos übertreibt, und es ist natürlich völlig in Ordnung, ab und an mal dann mit den Freunden wegzugehen, aber ist halt einfach nicht zu übertreiben, dann wirst du diejenige Person sein, die später dann in 2, 3, 4, 5 Jahren in einem Job ist, wo sich nicht jeder Tag anfühlt wie der reinste Horror oder so, weil es so nervig ist, sondern dann wirst du die Person sein, die in einem Job ist, wo man jeden Tag mit Freude irgendwie zur Arbeit geht, wo man in einem coolen Gebäude arbeiten kann, mit coolen Kollegen, an spannenden Projekten, wo man gutes Geld verdient. Und dann wirst du dir dafür danken, dass du in deiner Zeit in einem Studium auf Sachen verzichtet hast. Das mag natürlich in dem jetzigen Moment, ist es Verzicht, ist ganz klar, aber wenn du eins und eins zusammenzählen kannst und einfach dir mal realistisch klar machst, was alles für dich drin ist, wenn du jetzt Gas gibst, wenn du jetzt die Top-Noten schreibst, die Top-Praktika machst etc., dann wirst du dir sehr schnell ausrechnen können, dass sich dieser Verzicht, und du musst ja nicht mal auf alles verzichten, aber dieser teilweise Verzicht, den du jetzt über die letzten Monate wahrscheinlich hochgehalten hast und den du jetzt einfach nur noch jetzt halt über den Sommer auch noch zu Teilen hochhalten musst, der wird sich sowas von auszahlen, langfristig. Weil ganz ehrlich, die Leute, die im Studium die ganze Zeit Party machen, ich meine, ich habe es ja mitbekommen, so die Leute bei mir damals aus dem Studium, die irgendwie in den ersten Wochen, was weiß ich, hat man bis in die Klausurenphase gemerkt, dass die auf Instagram oder hat man über Instagram und so weiter mitbekommen, dass die ganze Zeit am Party machen sind, die dann aber natürlich die Klausuren in den Sand gesetzt haben und so weiter. Das ist jetzt nicht die Leute, die dann, sag ich mal so, den Sinn ihres Lebens gefunden haben und super happy sind, sondern das sind dann die Leute, die mich anschreiben irgendwie, ja David, hast mal ein paar Tipps irgendwie für eine Bewerbung, ich möchte jetzt mal ein PwC-Praktikum machen oder so, bin jetzt hier im Master, weiß auch nicht, zweimal irgendwie noch was anderes versucht zu studieren oder so. Das ist jetzt nicht, meiner Meinung nach zumindest, ist nicht erstrebenswert. Ja, ich bin großer Freund davon, vom Motto Leben und Leben lassen. Ja, ich finde es nervig, wenn uns Leute haten, aber ich finde es genauso nervig, andere Leute zu haten. Kann jeder machen, was er will, aber mit meiner Erfahrung, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, mit meiner eigenen Erfahrung, kann ich wirklich jedem von euch nur ans Herz legen,
das zu erkennen. Ihr müsst nicht komplett verzichten, das ist völlig fein, jetzt einmal die Woche irgendwie dann abends was ein bisschen nachzuholen. Aber wirklich, dass ihr da jetzt nicht alles stehen und liegen lasst und jetzt irgendwie auf das Sommersemester pfeift, auf die Praktika pfeift im Sommer und so weiter, sondern dass ihr jetzt erst wirklich Gas gebt. Weil auch die Studenten oder die Studierenden, die jetzt die Corona-Zeit gut genutzt haben, da jetzt nicht irgendwie die Vorlesungen haben streichen lassen, sondern wirklich mitgearbeitet haben und das auch nicht als Ausrede benutzt haben, sondern sich Praktika gesichert haben, in der Zeit, wo es schwer war, sich Praktika zu sichern, bei uns im Coaching beispielsweise. Das sind die Leute, die jetzt quasi ein viel, viel besseres Profil haben als 95% ihrer Kommilitonen. Und wenn du dann da schon mal das mitgemacht hast, wenn in dieser Corona-Zeit da Gas gegeben hast, dann solltest du eben jetzt erst recht weiter Gas geben, damit du dir diesen Vorsprung noch weiter ausbauen kannst. Und wenn du in der Corona-Zeit quasi es ein bisschen versäumt hast, dir da diesen Vorsprung zu sichern, dann musst du erst recht jetzt richtig Gas geben, weil dann kannst du es noch schaffen, vielleicht mal ein bisschen aufzuholen auf die Leute, die schon vor dir sind, oder du kannst eben zumindest schaffen, dass du nicht mehr so weit hinten bist. Ja, und das musst du eben jetzt erkennen. Du musst jetzt Gas geben, egal wie gut das Wetter draußen ist. Wenn in 3, 4, 5 Jahren wirst du dir sehr wahrscheinlich dafür danken, dass du jetzt nicht alles hast stehen und liegen lassen. Das wollte ich einfach nur sagen. Wenn du für dich gesagt hast, okay, ne, ja, egal ob draußen gutes Wetter ist, ich möchte jetzt trotzdem Gas geben. Na, du schaust dir immerhin schon mal dieses Video an, ist schon mal ein sehr guter erster Punkt. Aber wenn du da jetzt weiter pushen möchtest und wirklich alles herausholen möchtest, dann bewirb dich gerne auch bei uns auf die kostenfreie Status-Quo-Analyse. Ja, ich denke mal, dir ist inzwischen klar, wir können dir da helfen, wenn du die Ziele verfolgst, die wir verfolgen, sprich Investment Banking, Strategieberatung, Private Equity. Wir können dich da extrem gut in diese Bereiche reinpushen. Haben das mit sehr vielen anderen Leuten auch schon gemacht, und wenn du dich dazu entschließt, bei uns dabei zu sein, so, dann wirst du diese Ziele auch erreichen. Ja, und alles, was du dafür machen musst, ist, dich bei uns zu bewerben. Ne? Und wenn wir dir helfen können, wenn wir dir nicht helfen können, dann lehnen wir dich ab. Ist auch kein Problem. Dann hast du irgendwie 20 Minuten deiner Zeit ein bisschen in den Sand gesetzt, hast aber auch schon mal ganz gutes Feedback bekommen, was du ausbauen kannst. Aber wenn wir dich aufnehmen können, machen wir die Status-Quo-Analyse. Da erfährst du dann ganz genau, wie das aussehen würde. Und wenn du dann sagst, hey, ich möchte es längerfristig mit euch machen, wir wollen es längerfristig mit dir machen, dann können wir da zusammen im Coaching auch durchstarten. Und dann können wir jetzt alles rausholen. Da sind dann so viele andere Leute dabei, die auch alles rausholen. Die werden dich dann noch mehr reinpushen. Das heißt, das ist dann wirklich so die Entscheidung, diese Bereiche oder diese Berufsbilder auch zu erreichen. Und da kann ich wirklich jeden von euch nur zu animieren, das zu machen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich trotzdem einen schönen sonnigen Nachmittag und Abend oder wann auch immer du dieses Video anschaust. Ich freue mich, wenn du im nächsten Video wieder einschaltest. Bis dahin, viele Grüße, euer David.